mit dem Hecklader geht es auch so. Wagen unten angehängt, oben Hecklader. Ich habe da drei Rapsstrohballen. Musste ich noch holen, ich habe die fast vergessen. Fast vergessen, aber jetzt habe ich sie. Und 1 Hektare Raps hat es nur 3 Ballen gegeben. Aber der Raps ist natürlich hoch gemäht. Und darum gibt es auch nicht viel Stroh. Und es hat mehrmals reingeregnet. Und ein großer Teil ist nachher nach unten gedrückt worden und wir haben den Pickup nicht über den Boden laufen lassen, sondern wir wollten nur oben das, was wirklich trocken ist, nehmen. Ich kann euch sagen, das ist ja nur ein kleiner Wagen, aber hier, dieser Seitenladen, sau schwer zum Hochklappen. Ein richtiger Kraftakt ist das, alleine das Ding hochzuklappen.